Meine Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler, vor ein paar Jahren hätte kein Mensch geglaubt, dass es zu so einem Boxkampf heute hier kommt. Und ich möchte heute Abend die Gelegenheit nutzen, mich bei allen herzlich zu bedanken, die in den letzten Jahren den Boxsport in Haspel wieder nach oben gebracht haben. Ich möchte mich bei Herrn Borowski bedanken. Ohne ihn hätte es, nachdem damals der HSV insolvent gegangen ist, eigentlich den Boxsport nicht mehr gegeben. Ich möchte mich beim Krugafa herzlich bedanken für sein Engagement im Haspels Boxsport. Und ich habe heute Mittag in Auswülsche die Mannschaft aus Sarajevo schon kennengelernt. Es sind unheimlich nette und schöne und liebe Boxsportler. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön, dass es heute zu diesem Vergleichskampf gekommen ist. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren diese Halle platzen wird von Zuschauern. Es ist heute Abend schon unheimlich schön, wenn man sich so umguckt, wie viele Menschen heute Abend da sind. Und ich glaube, in einem halben Jahr platzt diese Halle vor Zuschauern, weil ich glaube, dass die heute den Boxsport hier in Haspel machen, dass sie engagiert weiterarbeiten und viele Menschen wieder an die alten Traditionen von Hansi Kalbfeld und Walter Möbus erinnern. Zwei Boxer, wo ich heute mich noch vor Verehrung verneige, bei allem, was sie gemacht haben in der Vergangenheit, wie viele Kämpfe sie gemacht haben, das war schon unheimlich schön. Haspel ist Boxsportmittelpunkt und soll es auch wieder werden. Herzlich willkommen allen Sportlerinnen und Sportlern aus Sarajevo. Herzlich willkommen unseren Haspel-Sportlern. Und ich wünsche Ihnen und uns allen einen wunderschönen Abend mit vielen spannenden Kämpfen. Vielen herzlichen Dank. Haspel, wie bist du? Du bist ein Bosnier. Einleitende Wort hier. Wir werden jetzt noch kleine Gastgeschenke überreicht an den Cheftrainer. Den bitte ich auch recht herzlich zu begrüßen aus Bosnien und Herzegowina. Und was natürlich gar nicht geht, wer in Haspel ist, der bekommt natürlich auch Medizingeschenke, nämlich den Doppelbauer. Maßgenossen ist er unheimlich gut für jeden Sportler und für jeden Menschen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und wir haben heute Mittag schon vereinbart, im nächsten Jahr sehen wir uns alle in Sarajevo. Moj kolega Zajim Romanović se zahvaljuje die kleinen Deutsch sprechen, deswegen hatte alles bei alle ja herzlich bedanken und hatte auch was aus Bosnien mitgebracht, dass die alle denken auf Bosnien.